Momentan bist du auf Platz 15. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Das ist heute nicht unser Tag. Wir sind weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Startplatz 12. Wir sind bereit. Nicht ganz da, wo wir dich haben wollten. Gib alles, um im Rennen ein paar Plätze gut zu machen. Okay, komm an die Box, komm an die Box. Du hast den Frontflügel verloren. Vergiss den Boxenstopp nicht. Thank you.
Strecke fahren. Strecke ist frei. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Das ist Vernier. Schnapp ihn dir. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Beschädigt. Du musst selbst entscheiden, ob du in die Box kommen möchtest. Wenn du draußen bleibst, tauschen wir ihn auf jeden Fall beim nächsten Stop aus. Wenn dein Hintermann versucht, dich zu überholen, lass ihn vorbei. Er muss eine Durchfahrtsstrafe antreten. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Durchfahrtsstrafe, Durchfahrtsstrafe für dreimaliges Ignorieren der blauen Flagge. Komm in den nächsten drei Runden an die Box. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Toro Rosso hat bei Vernier die härteren Reifen aufgezogen. Vernier auf harten Reifen. Das Auto hinter dir hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Offenbar bereitet Caterham einen Boxenstopp vor. Wir glauben, Pick kommt in die nächsten paar Runden rein. Beim nächsten Boxenstopp
bekommst du harte Reifen. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Du bist gerade an der zweiten blauen Flagge vorbeigefahren. Du musst das Auto hinter dir jetzt durchlassen, sonst gibt es bei der nächsten Flagge eine Strafe.